Hallo Kinder, ja, eine komische Zeit. Jetzt haben wir uns schon ganz lange nicht mehr bei den Johannisbeeren gesehen und ich habe schon so lange nicht mehr mit euch gesungen. Aber es gibt ein Mittel und einen Weg, wie man sich trotzdem sehen kann. Ich habe nämlich meine Videokamera eingepackt und bin damit in unseren Gemeindesaal gefahren, um mit euch eine Kinderchorprobe zu machen. Ganz gemütlich von zu Hause aus könnt ihr jetzt mit mir singen. Komm, wir gucken uns mal um, wie der Gemeindesaal aussieht. Wenn hier keine Stühle sind, dann sieht das so aus, alles leer. Habe ich meine Noten. Guck mal, ein Bänkchen ist noch da mit den roten Streifen. Da ist mein Klavier. Da spiele ich gleich für euch drauf. Habe ich ein bisschen Videotechnik stehen. Und nur die Biene Maya ist hier. Die ist die Einzige, die hier raus darf. Zumindest habe ich die da hingesetzt. Ich darf auch nur ganz selten rausgehen, muss man viel zu Hause bleiben, damit ich keinen anstecke. Aber die Maya, die steckt bestimmt keinen an. So, Kinder, seid ihr fertig? Dann singen wir jetzt mal ein bisschen, ne? Bis gleich. Tschüss. So, und los geht's natürlich mit dem Begrüßungslied erstmal. Seid ihr fertig? Dann heißt es jetzt: Hey, hallo, hör gut zu. Tanzen, singen, fröhlich durch die Gegend schwingen. Hey, hallo, hör mir zu, Musik lässt dich heute nicht in Ruhe. Hey, hallo, hör mir zu, Musik lässt dich heute nicht in Ruhe. So, was ihr gut kennt von früher, das mache ich auch fast jedes Mal mit euch: Der Elefant aus Brüssel. Los geht's. Sein neues Bein aus Holz. Wir stehen.
vorbei an jedem Riff, finden jeden Schatz am verborgenen Platz. Sternschnuppe, 1, 2, 3 und Buh! Oh, waren da schon alle dabei? Da kommt gleich noch eine. Und jetzt und Buh! Schön lange muss sie dauern. Von oben bis nach unten. Dann klingt das super. So, was machen wir als nächstes? Am Ende durch. Kennt ihr alles noch? Alles wie sonst. Super, Hände durch. So, und natürlich der Zauberlick. 1, 2, 3 und... Mit dem dicken Seufzer hinterher. Klasse macht er das. Super, nochmal. Hände durchschütteln. Zauberblick. 1, 2, 3 und... Nächstes Mal fühlen. Ihr könnt das ja immer wieder zurückspulen jetzt und gucken, ob der Mund bald aufgeht. Kennt ihr alles wie sonst, ne? Oh. So, und jetzt fällt noch ein Ton vom Himmel. Das geht so. Und noch einer. Mal gucken, ob ich noch rankomme. Tollpatschiger Osterhase. Vielleicht wisst ihr, wie der heißt. Das ist das Lied vom Stups. Stups, der kleine Osterhase. Das singe ich euch mal vor und mal gucken. Den Refrain, das ist das, was ganz oft immer kommt. Das könnt ihr bestimmt am Ende auch schon mitsingen. Viel Spaß dabei. Egal wohin er lief, immer ging ihm etwas.
ganz geheuer stups, der sagt, das weiß ich schon, wie der Vater, so der Sohn. Stups, der kleine Osterhase füllt andauernd auf die Nase, ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Jetzt habe ich noch ein Lied mitgebracht, das kennt ihr auch schon. Das ist der Stimmakrobat. Der kann nämlich richtig schön singen. Der macht nämlich immer so. Dann antworten ihm alle hinterher. Und so weiter. Das singe ich euch gleich nochmal vor. Aber um das richtig hinzukriegen für die Töne, müssen wir einmal unser Do-Re-Mi machen, weil der kommt ganz hoch, so wie die Tonleiter beim Do-Re-Mi. Passt mal auf. So, da habe ich schon meinen Notenständer hingestellt. Gleich kommen diese coolen Kärtchen hier ins Spiel. Manche von euch können ja schon ein bisschen lesen und andere kennen die aber auch an den bunten Farben hier. Und los geht's erstmal mit dem Do, und zwar mit dem tiefen Do. Jetzt spitzt ihr mal die Ohren, denn wir brauchen einen Ton. Den nehmen wir. Do. Seid alle da? Singt ihr mit? Super. Also. Do. Gesungen. Komm, mach's nochmal. Ich leg's euch in eine Reihe, dann zeige ich euch die Töne nochmal. Gucken, ob die hier alle Platz haben. Ist doch cool. Kinderchor wie immer. Ja, alle Töne nacheinander. Passt, passt. Ne? Tief. Do. Alles drauf? Super! Passt auf die Kamera drauf. So, ihr Lieben, jetzt singt er nochmal mit mir. Einmal brauchen wir nochmal den ersten Ton. Quatsch, der ist es. So, und los geht's. Do, re, mi, fa, so, la, di, do. Da bin ich auch im Bild. Super! So, habt ihr mitgesungen, ne? So, jetzt kommt der Stimmakrobat. Aufgepasst, mit dem hohen Ton, sonst klingt der nicht. Jetzt zu Hause und mal gucken, ob das klappt. Fertig, ich fange an. Ich bin der Stimmakrobat, der Beste auf der Welt. Ich zaubere mir die Klänge, wie es grad gefällt. Ich singe Saga Daga Duja. Saga Daga Duja. Saga Daga Duja. Jingi, jingi, jam. Super! So,
jetzt ist der virtuelle, so sagen die Erwachsenen, dass der virtuelle Kinderchor ist jetzt vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bestimmt war das nicht das letzte Video von mir, falls die Zeit noch so lange dauert, bis wir uns richtig wiedersehen. Aber mir hat das Spaß gemacht, für euch aufzunehmen und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und meldet euch bei mir, wenn ihr Lust habt und Anregungen habt, könnt euch die Eltern gerne eine E-Mail schreiben. Das geht alles, wir bleiben auf jeden Fall so in Kontakt. Aber bevor es richtig zu Ende ist, fehlt natürlich noch das Schlusslied. Natürlich. Fertig.